Idee wie folgt: Simulation der Turing-Maschine durch unbeschränkte Grammatik G. Statt nur auf einzelnen Zeichen zu arbeiten, wird hier mit dieser Grammatik auch dieses Konzept aufgegriffen, was wir bei der Simulation dieser unterschiedlichen Turing-Maschinenmodelle verwendet hatten, nämlich das Prinzip von mehreren Spuren. G operiert auf der folgenden Variablenmenge, S als Startvariable, dann gibt es eine Variable. Die Grammatik arbeitet auch auf zwei Spuren. Und zwar ist das angedeutet hier, dass wir hier sozusagen nicht nur ein Zeichen erzeugen, sondern zum Teil auch zwei Zeichen. Ja, wie zwei Zeichen, die wir quasi übereinander schreiben. In der dritten Spur wird dann noch mitgeführt der Zustand, den die Maschine gerade hat. So, und wie wird das jetzt im Prinzip verwendet? Auch hier verwenden wir wieder so Randmarkierungen, die können sich aber verschieben im Laufe der Rechnung. Also hat jetzt nichts mit den Markierungen bei dem linear beschränkten Automaten zu tun, sondern das sind Randmarkierungen, die wir brauchen, um gegebenenfalls hier diese Spuren zu erweitern. So, dann schreiben wir im Prinzip hier zwei Spuren hin, W und nochmal das W übereinander. Einfach eine Folge von Zeichen, die wir übereinander schreiben, halt bestehend hier aus diesem Alphabet. So, die obere Spur, die bleibt die ganze Zeit unverändert. Auf der unteren Spur wird jetzt die Maschine simuliert, indem ich letztendlich die Übergangsfunktion in passende Grammatikregeln überführe. Da wird einfach abgebildet, was passiert, wenn ich beispielsweise in dem Zustand Q bin und irgendwie als Zeichen A habe und als Ergebnis ein Zeichen B schreibe. Das kann ich auch hier mit Hilfe einer Grammatikregel machen, wenn ich also diese Übergangsfunktion mache oder wenn ich nach rechts oder links laufe. Auch das kann ich simulieren. Untere Spur simuliert die Arbeit von M bei Eingabe W. Dazu bildet die untere Spur das Arbeitsband der Turing-Maschine und der Zustand. Die Kopfposition wird dadurch kodiert, indem man den Zustand, das machen wir sozusagen mit diesem Teil hier, Sigma Kreuz K, indem man den Zustand unter das aktuelle Zeichen schreibt. So, und wenn jetzt die Maschine einen Haltezustand erreicht, dann ist das Wort W in der Sprache drin. Dann können wir die untere Spur löschen. Dann wird untere Spur gelöscht. Und wir behalten nur das anfangs geratene Wort. Das haben wir damit erledigt. Ja, das war sozusagen L0, dass das die Sprache ist, die auf der einen Seite von unbeschränkten Grammatiken erzeugt wird, auf der anderen Seite die Sprachklasse ist, die von Turing-Maschinen akzeptiert wird.